Heute ist Sonntag. Heute werden wir auschecken, aber bevor wir das machen, fahren wir noch zu einem Markt, holen uns da noch ein paar Früchte. Und wie man sieht, ist hier deutlich mehr los jetzt, denn zum Wochenende sind sehr viele Philippinen hierher gekommen. Ja, angekommen am Markt und wir kaufen erstmal Drachenfrucht. Da seht ihr in dem Fall auch den Preis per Kilo. Zwei haben wir für uns gekauft und zwei für die Cousine. Hier nochmal kurz die ganzen Früchte zeigen. Tomaten, Wassermelonen, gelbe Melonen, Ananas, Papaya, Red Bell, Green Mango, okay, die ist jetzt gerade nicht da. Wir sind wieder mit dem Bus unterwegs Richtung KK City, da unser restliches Gepäck abholen und Mittagessen bei der Cousine von Marie. Und ich würde sagen, die Hälfte haben wir schon geschafft. Und die Busse legen hier immer einen Stopp ein und machen eine kurze Pause. Das ist die Gelegenheit für alle Fahrgäste auch auf die Toilette zu gehen oder sich hier noch was zu kaufen. Wie man sieht, gibt es da eine kleine Bäckerei. In diesem Topf befinden sich gekochte Eier und das ist Kokosjuice. Das ist unter anderem Kokosnusswasser mit Fruchtfleisch oder ähnlichem. Da sehen wir, dass schon der nächste Bus kommt, der jetzt auch hier einen Stopp einlegt. Ansonsten hat dieser Bus eine Klimaanlage. Das ist in dem Fall sehr angenehm. Und draußen ist es heute den ganzen Tag bewölkt. Es fängt, glaube ich, auch gerade an, etwas zu regnen, auch wenn man es hier nicht sieht. In Moabohal hat es in der Nacht sehr stark geregnet und dementsprechend ist draußen die Luft. Wir sind wieder in Cebu City und essen heute Abend in AA Barbecue. Es gibt einen Fisch, den wir uns teilen. Was ist das? Chicken? Ein bisschen Hühnchen? Eine Portion Reis für Marie und eine Soße. Und das ist unser Frühstück für heute. Beeflo, Egg, Ei und Pork. Sidens. So, Marie ist diese Woche arbeiten. Heißt, ich bin bis 17 Uhr alleine unterwegs. Ich werde die Zeit nutzen, um auch mal die Videos zu bearbeiten. Aber vorher zeige ich euch hier die Umgebung etwas. Es gibt auch etwas unschönere Seiten. Das sieht man ab und zu auf den Philippinen, dass dann da einfach Müll rumliegt. Und diesen Weg gehe ich nachher zurück, aber erstmal laufe ich vielleicht ein bisschen in die Richtung.
So, hinter mir seht ihr ein Militärgelände. Das befindet sich auch ganz in der Nähe von Maries Arbeitsplatz. Ich werde jetzt aber wieder zurückgehen. Bevor ich zum Hotel gehe, werde ich aber noch einen Stopp bei einem Supermarkt einlegen und Getränke kaufen. Dort haben wir ein Shopping Center, JY Mall. Und da in der Nähe befindet sich auch ein Supermarkt und da werde ich gleich mal hingehen. Ansonsten befinden sich hier in der Nähe auch zwei Hotels. Das ist einmal hier das orangefarbene, was man schon sieht, und gegenüber müsste dann auch noch eins sein. Das ist allerdings gerade nicht zu sehen. Dort haben wir allerdings nicht eingecheckt. Dazu gleich mehr. Auf der rechten Seite haben wir das Yellow Hotel. Wie gesagt, hier haben wir nicht eingecheckt, weil ich hier noch eine extra Gebühr hätte zahlen müssen, die mir vorher nicht angezeigt wurde bei Booking oder Agoda. Und auf der linken Seite befindet sich das Sai Hotel. Und hier wurde mir überhaupt nichts angezeigt. Sprich, es gibt vermutlich keine freien Zimmer mehr mit den Ausstattungen, die ich gegebenenfalls haben wollte. Und somit haben wir eingecheckt beim Metropark Hotel. Das zeige ich euch dann später. Und hier sieht man es auch, die Zayas Command Hauptquartier. Das ist in dem Fall die Militärbasis, die befindet sich links lang. Ansonsten mal ein kleiner Blick auf die Straße. Ist schon ordentlich was los. Da drüben haben wir gerade einen POV, Bus bzw. Jeep. Und ich werde gleich mal versuchen, die Straßenseite zu wechseln. Ja, und das ist hier der Supermarkt, JY Supermarkt in dem Fall, und wie ihr seht, ist hier noch zu. Eröffnet nämlich erst um 9 Uhr. Und wir haben es gerade 8.15 Uhr. Pech gehabt. Auf dem Weg zurück ins Hotel befindet sich diese Kirche. Hier waren wir heute Morgen frühstücken für 115 Peso insgesamt. Wir haben in diesem Hotel eingecheckt, das Metropark Hotel. Sieht von außen jetzt nicht so besonders aus. Entscheidend ist für uns die Lage gewesen. Wie gesagt, Marie muss diese Woche arbeiten. Was ich auch vorher nicht wusste, ist, dass direkt nebenan eine Großbaustelle ist. Gut. Es ist ja nur bis Samstag. Und ich werde auch versuchen, die meiste Zeit unterwegs zu sein. Und wenn ich nicht unterwegs bin, dann werde ich versuchen, die Videos zu bearbeiten. So, wie man sehen kann, es regnet inzwischen. Ich bin dennoch unterwegs. Ich habe hier meine
Wäsche abgegeben, auch die von Marie. Kostet 298 Peso, weil wir zwei Wäschen machen. Also wir trennen unsere Wäsche, helle und dunkel. Und dann wird das Ganze noch getrocknet und ich kann es nachher abholen um 14 Uhr, also in knapp 3,5 Stunden. Ich werde jetzt dennoch erstmal ein bisschen unterwegs sein. Ich gehe zum Ayala Center. Dort befindet sich auch ein Geldautomat, wo ich Bargeld abhebe, weil ich das Hotel noch bezahlen muss. Denn hier ist die Kreditkartenzahlung nicht möglich gewesen von dem Hotel. Zur Abwechslung zeige ich euch mal einen Motorradhändler. In dem Fall ist das hier Honda. Da gibt es auch Servicestationen. Auf den Philippinen hat gefühlt jeder Erwachsene ein Motorrad bzw. einen Roller. Nebenan ist, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Pakor. Das ist ein Spielcasino. Ja, von hier kann ich es noch ein bisschen besser aufnehmen. Pakor sieht eindrucksvoll aus. Wie gesagt, ist ein Spielcasino. Ich weiß allerdings nicht, ob in diesem Gebäude auch Hotelzimmer vermietet werden oder ob das im Waterfront passiert. Waterfront ist ein Hotel und Spielcasino. Kann sein, dass die beiden vielleicht zusammenarbeiten. Ansonsten spielt das Wetter heute leider nicht so mit. Es ist sehr stark am Regnen und ich bin auch mit Regenjacke unterwegs. Das ist in dem Fall ein Geldtransporter gewesen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Toyota Hilux. Ansonsten das Parkour. Befindet sich gegenüber vom Cebu IT Park. An das Hupen muss man sich auf den Philippinen auf jeden Fall gewöhnen. Hier wird mehr gehupt als in Deutschland. So, da haben wir den Cebu IT Park nochmal komplett drauf. Wie gesagt, direkt gegenüber ist hier das, man kann es nicht gut sehen, Waterfront, Cebu City, Hotel und Casino. Und das Parkour. Ist in dem Fall das Casino. Und ich schätze mal, hier dahinter befinden sich dann die Gebäude mit den Hotelzimmern. Oder in diesem Gebäude, was ihr hier seht, ist beides zusammen drin. Aber weiter reingehen darf ich nicht. Da hatte ich gerade mit dem Security-Mann gesprochen. Ich befinde mich noch auf dem Weg zum Ayala Center. Hier mal ein kleiner Einblick. Was hier unter anderem auch hergestellt und verkauft wird. So, hier haben wir das Amazon Customer Service. Wird sich, schätze ich mal, in diesem Gebäude befinden. Und dort befindet sich ein Geldautomat, wo man kostenfrei Bargeld abheben kann. Jedenfalls kann ich das. Dort die Bargeldabhebung, hier ist Amazon.
und dort ist das Ayala Center. So, ich befinde mich jetzt in der Metro. Ist auch riesengroß und hier euch alles zu zeigen, würde Stunden dauern. So, ich stehe gerade an der Kasse. Hier seht ihr die Frischabteilung, also Obst, Gemüse. Gibt es auch schon geschnitten. Und da habe ich mir auch was mitgenommen. Mango, Papaya und Wassermelone. Eigentlich wollte ich eine Durian kaufen, aber die gab es diesmal nicht. Heute wird Lailam gegessen. Und da nimmt Marie, glaube ich, nimmt sie ein Wrap? Nein, ich glaube Lailam Rice war es. Und ich nehme Crispy Shawarma Chicken.